Schon ganz schön lange nichts mehr hier gepostet. Und eigentlich möchte ich dieses Video hier gar nicht machen, aber fangen wir mal von vorne an. Ich bin ja Vollzeit arbeitstätig. Und dazu kommt noch dieses Social Media Gedöns hier mit YouTube und Instagram primär. Nebenbei betreibe ich auch noch Bodybuilding irgendwie so im privaten Maß. Dazu habe ich noch irgendwie eine Wohnung hier und ja, ich gehe halt auch noch studieren. Also meine Arbeit ist ein duales Studium. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch das kennt, aber wenn man einen normalen 9-to-5-Job hat, dazu noch Bodybuilding macht, das ist im Regelfall der Tag unter der Woche voll. Das reicht, wenn man irgendwie einen eigenen Haushalt hat, dann ist dann nicht mehr viel mit Zocken, Freunde treffen oder sonst was. Das muss man dann irgendwie aufs Wochenende auslagern. Und dementsprechend werdet ihr eventuell das auch nachvollziehen können, dass ich wohne alleine. Ich möchte irgendwie Bodybuilding betreiben. Ich habe ein duales Studium, also Vollzeit arbeitstätig, bloß ich muss mich irgendwie noch zwischenzeitlich auf mein Studium vorbereiten. Ganz nebenbei führe ich auch noch eine Beziehung über 100 Kilometer und möchte irgendwie noch meine Freunde sehen, feiern gehen, Zeit für meine Familie haben. Und ja, das ist alles sehr, sehr viel. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Ich habe jetzt hier fast 4 Wochen lang nichts gepostet. Auf Instagram hatte ich 2 Wochen lang nichts gepostet und das hatte einen Grund. Und zwar bin ich vor gut 4 Wochen auf dem Samstagmorgen zu meiner Partnerin gefahren, an die 100 Kilometer von hier weg wohnt. Ja, ich bin halt bei der zu Hause reingekommen und in dem Moment, wo ich quasi bei der zu Hause reinkomme, meine Tasche abstelle und sie begrüße, merke ich so richtig so, wie so ein Dauersurren in meinem Kopf langsam aber sicher abnimmt. So diese komplette Anspannung, die ich hatte und ich muss noch so viel tun und ich habe noch das und das und... Das ist auf einmal alles abgefallen. Und da war ich so, fuck, wie sehr stand ich bitte unter Strom? Das ist unangenehm und ich habe es halt nicht gerafft. Ne? Ich habe nicht gerafft, wie gestresst ich war. Erst tagsüber auf dem Festival und abends noch mit den Jungs unterwegs. Und einer meiner guten Freunde hat mich halt gefragt, so, wie geht's dir? Und ich war so, ja, wie geht's mir eigentlich? Ja, eigentlich geht's mir echt beschissen. Eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf meine Arbeit, keinen Bock mehr auf Social Media, keinen Bock mehr auf Bodybuilding. Eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf gar nichts und würde mich am liebsten nur noch in meinem Bett verkriechen und alles irgendwie vor der Tür lassen. Und da habe ich dann erstmal entschlossen, alles klar, ich brauche eine Pause. Heißt, kam keine YouTube-Videos mehr, kam auf Instagram 2 Wochen lang nichts. Bodybuilding hatte ich auch erstmal so ein bisschen vor die Tür gestellt und habe erstmal gesagt, okay gut, ich kümmere mich jetzt eigentlich nur noch darum, dass ich arbeiten gehe und eben meinen Haushalt geschissen bekomme und ab und zu mache ich noch so ein bisschen Sport, weil das ist eigentlich ganz gut für meine Mental Health bzw. generell für meine Stressbewältigung. Und das hat dann auch sehr, 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 sehr gut getan. Weil ich war natürlich nicht nur überarbeitet oder auf dem Weg zum Burnout oder wie auch immer man das nennen möchte. Es hat sich so angefühlt, wie als ich 15 war und irgendwie auch nicht auf mein Leben klarkam und irgendwie das alles nicht einordnen konnte und mich so langsam aber sicher in Richtung einer Depression bewegt habe. Und das war vom Gefühl her exakt dasselbe, wo ich mich befunden habe. Und was macht man, wenn man sich so scheiße fühlt und eh schon total überfordert fühlt mit der Gesamtsituation? Genau. Man fängt an zu kiffen, weil man denkt, dann bekommt man den Kopf frei und dann geht es einem besser. Ja, guess what? Wer anfängt zu kiffen, wird halt einfach träge und ja, dann habe ich halt erst abends so ein bisschen geraucht. Also ich habe nie tagsüber gesmoked, auf gar keinen Fall. Aber dann wurde es halt irgendwann jeden Abend und mit jedem Abend bin ich halt jeden Morgen verballert aufgestanden, hatte noch viel mehr das Gefühl, dass ich überfordert bin und hatte noch viel weniger die Intention, irgendetwas zu ändern, mich irgendwie um meinen Haushalt oder sonst was zu kümmern. Weil das war mir alles zu viel, weil ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Aber wenn man abends ins Bett geht und gefühlt noch so eine To-Do-Liste hat, weil man muss noch einkaufen gehen, man muss noch was für die Uni machen, man muss noch Me-Prep betreiben, am Wochenende möchte einen die Freundin sehen, man muss... am nächsten Tag zur Arbeit und die Wäsche türmt sich schon wieder auf, man muss noch spülen, eigentlich müsste man auch generell mal wieder die Wohnung ordentlich machen, hat noch so ein, zwei andere Sachen, die man offen hat, zum Beispiel man muss noch zur Post, weil der Postbote hat mal wieder den Scheiß nicht abgegeben und mit so einer To-Do-Liste bin ich halt jeden Morgen aufgestanden, was dann dafür gesorgt hat, dass ich einfach overwhelmed war oder ja, mir war das alles einfach zu viel, weswegen ich dann halt gesagt habe, alles klar, ich ziehe jetzt hier mal die Reißleine und kümmere mich erstmal um die Sachen, die jetzt gerade wichtig sind. Ich kümmere mich primär erstmal darum, dass es mir mental besser geht. Deswegen kam hier nichts. Und eigentlich wollte ich nicht dieses Video machen, weil ich habe eigentlich keinen Bock auf YouTube oder generell im Internet rumzujammern darüber, wie scheiße es mir geht. Aber es wird mit Sicherheit, wenn das Video hier 2000 Leute sehen, wird es mit Sicherheit 5 Leute geben, die das... nachvollziehen können und ich hoffe, euch kann ich damit helfen. Wie soll es weitergehen? Ich weiß noch nicht. Ganz im Ernst, ich weiß noch nicht. Ich wollte mich jetzt aktuell erstmal um das kümmern, was
mir Spaß macht. Ne? Man kann sich eventuell vorstellen, wenn ich solche Videos mache, wie ich sie jetzt gerne öfter bringen würde, ich sage bewusst öfter bringen würde, nicht werde, wenn ich so ein bisschen Recherchearbeit mache, wenn ich mich so ein bisschen mit einer Thematik auseinandersetze, wie Williams-Wettkampf geschehen oder sonst was, und das wirklich so ausführlich mache, wie ich es gerne würde, obwohl ich auch irgendwie nicht gekommen bin. Mit den Videos bin ich nicht sehr zufrieden, bin ich ehrlich. Auf jeden Fall, wenn ich die Recherche so machen wollen würde, wie ich es möchte, mit Einblendungen, bla, schlag mich tot, sitze ich halt an so einem Video mindestens 3 Stunden, kann aber auch gerne in Richtung 10 Stunden gehen, wenn ich ein bisschen Research betreibe in alle möglichen Richtungen, inklusive aufnehmen und so weiter und so fort. Was natürlich ein sehr, sehr großer Zeitaufwand ist, neben irgendwie Vollzeitarbeitstätig sein, eigener Haushalt, wie gesagt, und so weiter und so fort. Deswegen, ja, ich gucke jetzt erstmal darum, also ich achte jetzt aktuell erstmal darauf, dass ich nicht wieder in so einen Negativtrott reinkomme. Dann kommen Videos so, wie es gerade für mich umsetzbar ist, weil ich bin genau wie ihr immer noch jemand, der arbeitstätig ist. Ich habe mich bewusst gegen das Influencer-Sein entschieden und für einen normalen Weg, wie auch immer man das machen möchte, sagen möchte. Ich arbeite in der Kraftstation hier in Köln, studiere halt Fitnessökonomie und bin nicht jemand, der 24/7 nur von Social Media leben kann oder möchte, obwohl ich letztes Jahr so um diese Zeit eigentlich die Möglichkeit dazu gehabt hätte, aber ich habe halt gesagt so, ich möchte was Richtiges machen. Ob das jetzt auf lange Sicht das Richtige ist, kann ich nur raten. Aber aktuell liebe ich eigentlich alles, was ich mache. Ich liebe meine Arbeit, sowohl in der Kraftstation als auch das, was ich hier mache und das, was ich auch auf Instagram mache. Eigentlich macht mir das alles Spaß und eigentlich habe ich auf das alles Bock, aber es war einfach zu viel in den letzten Tagen. Ich gucke, dass ich hier so viel wie möglich gebacken bekomme. Wenn ihr das gerne verfolgen wollt, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr möchtet, könnt ihr mich gerne bei ESN unterstützen. Fokus will natürlich nicht. Na, auf jeden Fall gibt das Melatonin jetzt gleich bei mir. Damit ich auch zeitig in die Falle komme, weil wir haben schon wieder 1 Uhr. Ja, da gehen meine Monitore aus. Hervorragend. Wir haben nämlich schon wieder 1.13 Uhr und ich nehme noch ein Video für euch auf. Deswegen danke, lieber Monitor, dass du meinen YouTube-Video stört. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war jetzt hier so ein kleines Live-Update. Wenn ihr sowas öfter sehen wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr irgendwie ähnliche Probleme habt, schreibt mir gerne Instagram-DM. Ich gucke, dass ich euch irgendwie helfen kann, weil ich habe jetzt offensichtlich die Erfahrung gemacht. Und wir sehen uns dann im nächsten YouTube-Video. Ciao, ciao.